Das sind eigentlich die Schritte, die du gehen musst. Ja? Erstens, ja, stell dir die Frage, wo kommen meine Kundinnen und meine potenziellen Kunden her? Ja? Es ist ganz egal, was du anbietest. Du könntest jetzt Coach, Berater, Trainer, Dienstleister, Experte sein für irgendein Thema. Ja? Angenommen, du bist jemand, du hilfst Menschen dabei, Kosten zu senken innerhalb ihres Unternehmens, dann musst du deine Zielgruppe finden. Wie findest du deine Zielgruppe? Ja, ganz einfach, überall. Wenn du nach Unternehmern suchst, gibt es genug Unternehmernetzwerke. Es gibt LinkedIn, es gibt Facebook, es gibt Instagram. Ja, all diese Plattformen sind vorhanden, wo potenzielle Interessenten von dir schlummern. Das heißt nicht, dass du jetzt hingehen musst, dich jetzt selber branden musst, jetzt irgendwelche coolen Bilder posten musst, dass die Leute dich wahrnehmen und kennen. Das dauert alles viel zu lange. Ja, sondern du musst einfach nur überlegen, auf welcher Plattform, wo befinden sich meine Kunden und wie komme ich an diese dran? Angenommen, du würdest jetzt Fitnessstudios in irgendeiner Art und Weise helfen, mehr Kunden zu kriegen. Wie kommst du an die Fitnessstudios? Natürlich sind die auf Facebook, natürlich sind die auf LinkedIn, aber jedes Fitnessstudio steht in Google Maps auf Google. Du kannst jedes Fitnessstudio in Deutschland auf Google Maps finden, weil sie ein öffentliches Gebäude, also sie sind ein Gebäude, wo man einfach hingehen kann. Es ist auffindbar. Du musst sie nicht suchen, du musst sie nicht in irgendeiner Art und Weise targetieren. Du kannst einfach die Adressen kaufen, theoretisch. Und dann weißt du, wo deine Anfragen herkommen. Das ist eigentlich das Einzige, was du machen musst. Du musst überlegen, hey, wo ist denn die Zielgruppe, die ich habe und wie komme ich an die ran? Bei uns war es ja auch so. Wir hatten früher Studenten gecoacht. Wo findet man Studenten? Studenten findest du in der Universität, in der Hochschule. So. Was gibt es in Universitäten, Hochschulen? Soziale Medien sind sehr verbreitet. Das heißt, sie haben alle Facebook und tatsächlich gibt es sogar Studentengruppen. Heißt, man kann einfach in 2012, 2013, 2014 in Facebook reingehen, in Studentengruppen, in diesen Gruppen sich sozusagen positionieren als Studentencoach und man hat Anfragen bekommen. Und genau dasselbe funktioniert heute auch noch, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist und wen du ansprichst. Ja? Ich rede jetzt nicht hier von einem Webinar, ich rede jetzt nicht hier von irgendeinem Chatbot-Funnel. Brauchst du alles nicht, alles unnötig, sondern du überlegst, wie komme ich an meine Anfragen, indem du einfach mal Gedanken machst, hey, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer sind deine Kunden, die du haben willst?